Jo, ich bin wieder zurück. Und ja, ich hoffe mal, dass wir heute hier keine FPS-Probleme haben werden. Was haben wir gemacht? In der letzten Folge. Wir haben uns das schicke Haus gebaut. Also die Front haben wir zumindest mal angefangen. Ich hatte auch gleichzeitig die Information bekommen, ich sollte doch gleich noch ein Lagerhaus bauen. Das ist richtig, das soll auch kommen. Ich wollte jetzt erstmal so die Grundmauern von meinem Haus haben. Oh nö. Dann gucken wir doch einfach mal. Oh ja, was hier so passiert. Oh, na, das war jetzt eigentlich nicht so klug. Ist aber auch gar kein Problem. Guck mal, Glas kam auch schon raus. Super. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Bearbeiten. Cool, du legst dich gerade mit deinem eigenen Leben an. Ja, das sei dir jetzt mal, ups, so gesagt. So. Dann füllen wir das ja auch nochmal ein bisschen auf. Ja, ist okay. Wird zwar eh nicht so weit kommen. Sortieren wir uns mal die ganze Sache hier so ein bisschen. Gut. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall noch die Hölzer. Dafür gehen wir da hinten einfach mal in den Wald. Ach, guck mal, es wird schon wieder bald dunkel. Heieieiei. Ui, es gibt Holz. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir den. Die Seitenkanten machen vielleicht auch oben nochmal irgendwas. Vielleicht sollte ich auch die Fenster einrahmen. Ich weiß aber nicht, ob das ein bisschen zu bullig aussieht. Werde ich mal sehen. Ich will nicht lange hier im Dunkeln bleiben. Vielleicht mal gucken, dass ich noch ein bisschen was hier morgen früh, wenn ich aufgewacht bin, wieder einsammeln kann. Aber dafür sollten wir auf jeden Fall bald ins Bett gehen. Zack. Zack. Waren schon die ersten Setzlinge gewesen. Holen wir uns den Baum hier noch. An den großen da hinten können wir uns ja morgen nochmal holen. Und dann schauen wir einfach mal. Ah, ist ein schöner Sonnenuntergang, ne? Ich find's nice. Das Gefühl, dass es so ein bisschen lecken könnte. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Aber das werden wir sehen. Ja, ich habe heute doch mal vor, ein bisschen länger aufzunehmen. Letztes Mal war leider einfach nicht drinnen. Aber mir war lieber gewesen, dass wir hier eine Regelmäßigkeit haben. Mensch, dieses Haus sieht so toll aus oben. Also ich bin so richtig stolz drauf, was ich gemacht habe. Sarkasmus aus. So, ich bin's natürlich nicht. Aber das kann ich leider nicht ändern. Weiß ich nicht, brauche ich überhaupt irgendwas hier zum Mitnehmen? Kann man Äpfel ja wahrscheinlich genug finden. Kann man schon mal ein paar essen. Kartoffeln lasse ich jetzt auch erstmal drinnen. Das tägliche Arbeiten können wir später nochmal machen. Ich werde, denke ich mal, noch so ein bisschen das Haus weiter bearbeiten. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Lager aufbauen. Und dass wir dann wirklich alles so ein bisschen zusammensiedeln. Das Lager wäre dann sicherlich auch hier hinten irgendwo, also weit weg von, ja, dem Ursprungsort vom Dorf. Aber das ist ja auch nicht wichtig, weil das Dorf sollte ja nicht zentraler Angelpunkt bleiben, okay. Überlege ich mir noch gerade, welche Bäume ich hier abholze, da ich ja eh nochmal alles beforsten werde. Ist das auch eigentlich gar kein Problem. Ich habe hier ein Monster. Kann natürlich sein, dass wir hier irgendeine dicke, fette Höhle haben. Oder hier aber wirklich ein Monster irgendwo ist. Nur gespawnt? Nee, eigentlich nicht. Muss ich mal schauen. So, einen dicken, fetten Baum, der natürlich komplett in den Ästen noch hängt. Aber das ist egal. Gut. Ja, was wollt ihr denn noch so alles sehen? Die fahren gerade an und ich werde auch sicherlich meinen Stil hier durchziehen. Ja, ganz klar. Ich habe auch noch viele Ideen. Es werden wirklich viele, viele Häuser folgen. So. Ansonsten brauche ich die ganze Sache ja nicht machen. Aber ganz ehrlich. Um ein Haus zu bauen, mein NPC-Dorf zu sehen. Das ist ja nicht so das, was ja, das Minecraft-Leben jetzt ausmachen soll. Wo ist denn? Also ich sehe nichts. Kohle mitnehmen? Eieieiei. Ne, ich habe keine Ahnung, wo das Vieh ist. Wahrscheinlich irgendwo hier unten oder so. Naja,
Werden wir noch sehen, werden wir noch erkunden. Und ich werde auf jeden Fall diese Höhle wegnehmen, wenn ich immer das Haus fertig habe, weil ich habe keine Lust auf, naja, Höhlenzombies. Ganz ehrlich. Okay, puff. Nee, muss nicht sein. Gut. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir uns doch hier mal gerade noch ein bisschen hoch. Ich mache das erstmal. Ja, wie hoch mache ich denn das? 3. Ha. Ich gehe da auf jeden Fall mal so hoch. Boah. Ist die Frage, was mache ich hier mit dem Eingangsbereich? Kann es nochmal versuchen, so. Okay. Und dann fülle ich das nochmal auf, ein bisschen mit Birke. Ich finde es so schön an Birke, dass die halt wirklich so hell ist, ne? So ähnlich wie weiße Wolle irgendwo. Aber eben den Bretterverschnitt. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein kleines skandinavisches Häuschen. Nur ich krieg wahrscheinlich keine skandinavischen Häuschen hin, weil ich da zu blöd bin für. Ich muss mal sehen. Was wir hier so hinkriegen werden. Ich ziehe auf jeden Fall mal gerade eine Mauer. Mit Schwein oder ohne. Kann man sich aussuchen. So, bis hierhin könnte ich gehen. Jetzt ist die Frage, ob ich das noch später erweitere. Oder hier irgendwo rüberziehe. Das könnte man aber auch hier machen. Warte mal, ich muss mal, glaube ich, ein bisschen sortieren. Nein, das wäre das Falsche. Genau. Ich muss mit der Tastenbelegung. Ach stimmt, ich habe jetzt irgendwas gehört oder gelesen mal. Keine Antwort drauf gekriegt. Dass man das in der Konfigurationsdatei von diesem Mod irgendwo nochmal bestimmen kann. Das wäre dann auf jeden Fall nochmal, ja, ein Lösungsansatz wert. Den werde ich nochmal nachvollziehen. Und gucken, ob ich es damit hinkriege. So. Autsch. Naja, das war ja eigentlich nicht so geplant. Aber was soll man alles machen? Wenn man runterspringt, springt man runter, wa? Kriegt man es da noch irgendwie hin? Zack, zack, zack. So ein bisschen wenigstens. Komm. Okay, haben wir wenigstens eine Leiter hier. Guck mal, wenn man das so bis hier hinzieht irgendwie. Und dann hier vielleicht noch mal eine Außenkante macht. Dann brauchen wir aber noch Erde auf jeden Fall. Der wir hier das noch ein bisschen langziehen. So, okay, alles klar. Ja, was gibt's denn so Schönes auf der lieben Welt? Was gibt's denn so für nette Spiele, die jetzt demnächst draufkommen? Ich bin da gerade gar nicht so im Bilde. Was, meine Crysis 3 oder sowas in der Richtung. Schöne eindruckende Grafik. Man wird ja da auch regelrecht zugespammt mit irgendwelchen Videos oder sowas in der Richtung. Also mit Werbevideos davor. Und ja, das interessiert mich natürlich auch. Aber die Rechenperformance ist natürlich heftig. Bin ich mal gespannt, ob mein Rechner das auch irgendwie die Reihe kriegt. Ich werde es natürlich auch ausprobieren, na klar. Ob man sowas jetzt playen jetzt hier oder wer das jetzt playt, werden wir sehen. Aber mal gucken. Ui, nee, das war das falsche Holz, was wir da jetzt gerade. Ach, herrje. Ich meine, schön, dass er sortieren kann, ja. Aber es ist falsch sortiert. Seltsam, dass er da keine Unterscheidung hat. Merkwürdig. Okay. Ja, das könnte man so als Grundgerüst nehmen. Die Frage ist natürlich, sollte man es in beide Richtungen rausziehen? Aber das können wir später nochmal entscheiden. Erstmal würde ich sagen, mache ich hier nochmal ein paar Wände zu. Und dann werde ich auf jeden Fall gucken. Ah, jetzt kommen wir natürlich auch nicht raus, ne? Genau. Was wir da noch so Schönes. Ach, hey. So, bloß nicht aufs Falsche hauen. Ah, na, wo bist du? Was wir da noch so Schönes reinzaubern können. Ein Glas. Das
Das muss ja auch sein. Na komm jetzt. Das wollte ich noch anbringen hier. Bevor es dunkel wird. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Vielleicht soll ich mein Bett irgendwie umlegen. Ach hey. Passt ja auch nicht. Und Birke brauchen wir auch, ne? Birke. Die Sonne ist ja noch gar nicht am Untergehen. Hey. Schummel mich nicht an hier. Gut. Ihr habt das nicht anders gewollt. Ich brauche noch Birken. Okay. Okay, okay, okay. Dann kann ich ja schon mal die Mauern hochziehen. Ich glaube, es waren 5 hoch, ne? Ja. Aber es waren ja nicht so viele Mauern noch gewesen. Birken. Ah, nee. Dann sammle ich erstmal gerade noch ein bisschen die Triebe ein hier. Die sich hier wahrscheinlich auf dem Waldboden verteilt haben. Inklusive des Holzes. Was ich aber eigentlich auch nur für die Umrahmung brauche. Mal gucken. Aber dann können wir wenigstens wieder welche pflanzen, wenn wir dann wissen, was wir irgendwo verteilen wollen. Ich denke mal, das wäre so ganz wichtig, dass wir unseren Forst hier auch vernünftig bewirtschaften. Ja, das muss sein. Oder habe ich jetzt zu lange gewartet und die Items sind alle schon despawned? Also ein bisschen was lässt sich ja wiederfinden. Aber alles auch nicht unbedingt. Im Wasser haben sich die aufgehalten. Ah ja. Es ist dieses Typische, ne? Im Wasser sind die fast konserviert. Was ich natürlich nicht habe. Schade, war ich wieder mal vergesslich genug gewesen, um zu verplanen, dass ich Dinge einsammeln sollen rechtzeitig. Mist. Naja. Ich werde das bei der Birke auch nicht verpassen, weil Birkenholz, ja, ist ja auch mal, könnte ja für mich ein wichtiges Holz. Und ja, damit wir es wenigstens wieder bepflanzen können. Generell, aber Mischwälder machen später, oder? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ja. Okay, nach dem Lagerhaus und dem jetzigen Haus. Ich bin auch noch am Zweifeln, am Überlegen, welches Dach ich nehmen soll. Also, was ist welches Dach? Ist ja nicht so, als ob mir jetzt mehrere angeboten wurden. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Ja, Spitzdach, Flachdach. Gehe ich da halt nur mit Half-Steps ran und baue mir da irgendwas? Gehe ich mit Treppenstufen ran? Bin mir noch so ein bisschen uneinig. Und auch natürlich welche Farbe. Ich habe nicht genug Lehm dafür, um jetzt genug Ziegel zu machen. Vielleicht werde ich ja mit dem Cleanstone arbeiten und so Half-Steps machen. Mal schauen, wie das aussieht. Ist natürlich jetzt aber keine reine, ja, Holzhütte mehr irgendwie in der Richtung. Man hat ein Steindach. Aber kann auch gut aussehen. Darf man auch nicht vergessen. Ah, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Außerdem finde ich es noch gar nicht so schlecht mit meinen NPCs hier. Wenn ich jetzt noch keine Höhlentour gemacht habe und keine Smaragde großartig gefunden habe. Ach ja, Smaragde. Und Co. Ich werde nochmal. Soll ich schon runter hier? Ja, kann man schon schlafen. Ich werde nochmal die Minions losjagen. Dass wir nochmal ein bisschen was graben. Ich denke, das wäre gar nicht so schlecht. Das kann man ja mal ab und zu bringen. Kohle brauchen wir bestimmt. Ach ja. Gucken wir, ob wir hier oben noch irgendwas haben. Na, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Warum auch mal das doppelt und dreifach hier ist. Ich könnte hier den Lehm auch brennen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Bis auf die Kohle. Ach herrje, ach herrje. Habe ich da oben Wolle gehabt? Im Bett? 8-mal Fäden, habe ich wenigstens 2-mal Wolle. Wenn ich wollte. Ich packe erstmal die Sachen hier noch raus. Ah, und nehme die Wolle mit. Zumindest möchte ich gerne Wolle, vielleicht finde ich ja noch ein Schaf. Und dann können wir uns da drüben ein Bettchen machen oder sowas in der Richtung. Boah, sonst haben wir ja alles, was wir brauchen. Weg da! So. Mit O. Warte mal. Das Essen zwischendurch wäre gar nicht so schlecht. Wollen wir nochmal gleich? Nee. Ich guck mal so auf die Uhr. Ich denke mal so in einer Minute oder so. Eine Minute, 2 Minuten werde ich mal gucken, was da sogar gefallen ist. An Utensilien. Damit wir nicht unsere ganzen Setzlinge hier noch aufs Spiel setzen. So. Was habt ihr hier noch?
Oh, jede Menge Stone. Da ich aber nicht weiß, was genau ich machen will. Und vor allen Dingen, wo ist meine Höhle? Ich glaube, ich sollte mal da nochmal gucken, ob ich die Minions vielleicht im Schacht graben lasse. Ich wollte mal mehrere nebeneinander machen. Da bin ich mal gespannt, ob wir denn auch die Außenwände von den Treppen halt erkloppen. Aber wo ist denn die Höhle? Hier fällt nur der ganze Baum auseinander, der ganze Wald auseinander. Ich glaube, die war irgendwo da hinten gewesen. Habe ich da mein magisches Spielzeug? Jawohl. So, ich glaube hier. Oder nicht? Mal, ich mich jetzt in der Landschaft total vertan. War doch irgendwo eine Höhle. Oder? Hä? Ey, ich bin doch nicht irre.